kommen auf Bali. So schnell kann es gehen. Schauen wir mal. Wir haben schon Fahrer auf jeden Fall organisiert über unsere Moody vom alten Hotel. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Nusa Penida Vlog. Was ist die letzten Tage passiert? 3 Tage habe ich eine Kamerapause gemacht. Wir sind vor 3 Tagen auf Bali angekommen. Und Erik hat, wie ihr hier im Hintergrund sehen könnt, Erik hat einen springen lassen. Wir haben jetzt 2 Nächte im Intercontinental Bali Resort geschlafen, haben uns richtig verwöhnen lassen, Budget gesprengt. Aber ja, mit dem Luxus ist jetzt schon wieder Schluss. Wir fahren jetzt gleich an den Hafen. Es ist 6.30 Uhr. Um 8 Uhr wollen wir so ein Local Boat, so ein langsames Boot bekommen für nur 60.000. Wir schauen jetzt gleich mal, ob das funktioniert. Und verbringen dann 2 Tage auf Nusa Penida. Da soll es sehr, sehr schöne Strände, schöne Klippen, schöne Aussichten geben. Und da wollen wir mit dem Roller die Insel unsicher machen. Wir sind im Hafen von Sanur angekommen. Wir haben uns für Sanur entschieden. Das war jetzt vom Hotel aus am kürzesten. Es gibt aber insgesamt 3 verschiedene. Von hier fährt auch so eine Slow Ferry oder Slow Boat. Das haben wir leider verpasst, den Verkehr haben wir wieder unterschätzt. Deswegen schauen wir jetzt nach einem Speedboat und da gibt es ganz verschiedene Anbieter, könnt ihr euch raussuchen. Wir bezahlen jetzt für die Hinfahrt 300.000 und hin und zurück sind es dann 550.000, würden aber schon in einer halben Stunde losfahren. Also das würde eigentlich passen. Dann schaut mal, mit wem ich hier meine morgendliche Pop-Me genieße. Der Marcel ist inzwischen auch angekommen, schon vor 2 Tagen. Aus Switzerland. Ja, und hier sind schon mal massenweise Touristen. Also es wird interessant. Wir sind jetzt schon froh, dass wir uns eine ganze Nacht da gönnen, weil morgen früh werden wir sehr, sehr früh aufstehen, um die Spots wenigstens mit wenigen Touristen zu haben. Nieder auf dem Weg zu unserem Bungalow. Schon viele, viele Schweinchen hier. Und wir sind wirklich Arsch der Welt. Also wir haben uns vom Fahrer jetzt hier rausschmeißen lassen, weil er das nicht gefunden hat. Aber ich glaube, ich sehe es da hinten schon. Schon Probe gefahren und wir fahren zuerst den Norden an der Küste entlang von Nusa Penida und morgen dann den Süden. Let's go!
Nusa Penida gibt's euch. Ich drehe mich mal rum, klein Moment, ein bisschen gefährlich. Wow. Nice. Stellt euch auf solche Straßen ein, ja. Das sind eigentlich nur Schlaglöcher. Geh mit der Drohne rüber, Max. Ja, das ist geil. Wow, was für ein Megatag. Ich glaube, ich brauche euch nichts sagen. Rollerfahren in Südostasien, ich liebe es. Bin aber ein Schisser und sitze immer nur hinten und fahre mit. Aber ich liebe es trotzdem. Und ja, für heute haben wir nichts mehr geplant. Wir fahren jetzt hier an der Küste wieder zurück zu unserem Guesthouse. Hier werden wir jetzt erstmal was zu Abend essen, weil wir haben den ganzen Tag noch gar nichts gegessen. Und wir sehen uns dann morgen früh wieder. Wir stehen sehr, sehr früh auf, weil wir an einem wirklich wunderschönen Strand den Sonnenaufgang sehen wollen. Nee, nicht wirklich. Wir wollen einfach nur sehr früh da sein, damit wir vor den ganzen Touris da sind. Wobei ich sagen muss, so viel ist es echt gar nicht. Also es kam mir nur so vor. Aber viele kommen hierher für die Mantarochen und Mondfische, um zu schnorcheln und zu tauchen. Deswegen, ich bin mehr als zufrieden. Jetzt lassen wir es uns schmecken. So, und hier die Probleme der Nusa Penida Touristen. Soll es dieser Tisch sein? Oder doch lieber dieser? Alle glücklich hier? Jawohl. Einen schönen guten Morgen, Nusa Penida, Tag 2. Wir sind geweckt worden von Massen an Hühnern oder besser gesagt Hähnen, die hier gekräht haben. Richtig krass, ich habe sogar mit Oropax geschlafen, weil die einfach auch die ganze Nacht krähen. Ja, also diese ländliche Idylle ist nicht immer was für mich. Ja, ab auf die Roller und es geht wieder los.
Okay Leute, den Abstieg zum Strand solltet ihr euch wirklich gut überlegen. Das ist schon hart. Marcel und Erik sind auch oben geblieben und ich muss da zwar immer runter, aber ich glaube, der Aufstieg, der wird einfach nur noch abartig. Verdammt, verdammt, verdammt hart. Ich habe eigentlich auch schon ein bisschen Angst vor dem Weg nach oben, aber ich bin hier unten gerade komplett alleine. Gebt's euch, gebt's euch. Unfassbar, dass es solche Fleckchen noch auf der Erde gibt, wirklich. Da draußen kommt jetzt ein kleines Boot, aber ich habe den ganzen Strand für mich. Angels Billabong und der Broken Beach. Wir hätten es andersrum machen müssen, glaube ich, dass wir das noch ein bisschen zu schätzen wissen. Aber egal, jetzt geht's auf den Roller. Circa 1,5 Stunden zurück in die Unterkunft, da holen wir unsere Sachen. Und dann geht's zurück nach Bali. So, und wir sind am Hafen angekommen, haben ja schon unsere Rückfahrt gebucht. 15 Uhr geht es dann los, zurück nach Bali. Von da aus sehen wir uns dann wieder, da gibt es nämlich einen Bali-Vlog.
Allerdings bekommt die Insel nur 1,5 Tage von uns, bevor es dann weiter nach Lombok geht. Abschließend zu Nusa Penida. Wenn ihr das mit dem Roller macht, plant mal besser 2 Tage ein. Und die Straßen sind der Horror. Also unsere Hintern tun richtig weh. Aber lohnt sich. So, sehen uns dann im nächsten Vlog. Would you follow me to wonders? Take my hand and walk beside